Das neue Pets im Lotto X Update ist draußen und es ist so, naja. Es fing erstmal damit an, dass man eine Stunde lang nicht in Roblox reinkam. Beziehungsweise viele von euch kannten zwei Stunden nicht rein. Ich hatte Glück, dass ich nur eine Dreiviertelstunde warten musste. Aber das seht ihr jetzt, los geht's. Und endlich ist das neue Pets im Lotto X Update da. Ich musste nur eine halbe Stunde warten, bis ich reinkam. Oder 40 Minuten. Doodle World Part 2. 20 neue Doodle Pets, 4 neue Doodle Eggs, eine Giant Cave Chest in der letzten Area, Titanic Plushies soon, Optimization Fixes. Ja, wenn die mit sowas mit soon anfangen, dann kommt hier nichts mehr. So, wir gucken uns das an. Victor meinte eben schon, ich muss 200 Millionen Coins ausgeben und ich habe 169 Millionen zusammengefarmt im letzten Tag. Das heißt, ich kann mich nicht durchkaufen. Okay, wir fangen erstmal an mit 1,7 Millionen. Das geht noch klar und dort können wir dann ja auch wieder schneller farmen. Dann kommen 8,5 Millionen, das geht auch noch klar. Jo. Das geht. Dann 40 Millionen, das geht auch noch klar. Und dann 200 Millionen, ich sehe es schon. Aber jetzt gucken wir mal, wie schnell können wir hier farmen. Ihr wisst, am schnellsten farmt man tatsächlich, wenn man Pet Sending auf Single stellt und dann seine Pets überall ranschickt. Vor allem dort, wo gerade Coin-Boni sind, an die großen Kisten, an die Geschenke. Wissen wir ja noch von früher, dass Geschenke immer schneller zum Farmen gehen. Gems kann man immer ein bisschen mitnehmen. Aber vor allem Geschenke und vor allem die Sachen, die einen Coin-Boost haben. Auf dem Server sind gerade Server-Boosts aktiv. Ich habe gerade auch noch meine privaten Boosts aktiv. Das ist sehr gut. So kann ich relativ schnell farmen. Und dann packe ich da noch ein paar Pets ran. Und dann farmen wir uns einfach mal hoch. Victor meinte, das geht ganz schnell. Und ja, ich farme so viel schneller als vorher. Also ich weiß nicht, wie schnell ihr farmt. Ich habe jetzt auch nicht die krassesten Pets, aber Victor hat mir so einen Dark Matter Doodle Monkey gegeben mit 4,07 Quadrillion. Und mit dem, ja, das ist mein bestes Pet und daran richten sich dann auch alle meine Huge Pets. Was nicht angekündigt wird in den Logs, ist im Spiel auch nicht drin. Inzwischen hat Pet Simulator gelernt, die Logs möglichst voll zu packen. Und in den Logs stand echt nicht viel drin. Dementsprechend im Exclusive Shop gibt es immer noch das Exclusive Neon Egg. Soll ich mir davon 3 Eggs kaufen? Nee, es lohnt sich halt überhaupt nicht. Ich würde halt wirklich nur so Neon Pets bekommen. Mache ich nicht. Ist dumm. Sonst gibt es hier nichts. Secret Hunter habe ich. Und ich habe immer noch kein Secret gezogen, aber ich habe auch kaum Eggs geöffnet. Octuple Eggs. Stimmt, ich könnte ja einmal gucken. Ja, ich hoffe, dass ich damit jetzt nicht mir alles versaue. Ich versaue mir damit sowas von alles. Wenn ich jetzt gleich ein paar von den neuen Eggs öffne, dann sind meine ganzen Coins weg. Und ich habe keine Pets, die stärker sind als mein jetziges Pet. Ich sehe es schon kommen. Ich öffne einmal drei normale Eier für 5 Millionen. Und Golden Basic Fairy, alle wurden auto-deleted. Alle wurden auto-deleted. Gut, wir haben das Glück herausgefordert. Das Glück hat mir ins Gesicht geschlagen. Und wir müssen weitermachen im Leben. Mal gucken, vielleicht habe ich ja irgendein OP-Pad in meiner Mail bekommen, meine ich. Ja, ich kann eigentlich auch in die Mail gucken. Genau, gib mir einfach OP-Pads. Also, vielen Dank für den Party-Dog, Atraxio. Vielen Dank für den Party-Dog und die 187.000 Zengs. Roblox sagt, such dir, kannst du mir ein Pad schenken? Nein, kann ich nicht. Kann ich bitte ein gutes Pad? Nein, kannst du nicht. Hallo, du bist der beste YouTuber und wollen wir mal zusammen Pads umspielen? Wenn du es schaffst, mir nachzujoinen, aber das wird schwierig, da ich fast immer auf Privatservern farme. Aber vielen Dank für die Grinch-Cat. Noah, ich bin ein Fan. Und nochmal danke für den Party-Dog und die 1 Billion Gems an Lami Army, aka Salatkarte 122. Dankeschön. Ihr claim ich alle, aber ist halt leider kein Pet dabei gewesen, mit dem ich jetzt schneller farmen kann. Also ihr müsst mir unbedingt mal ein Titanic-Pet geben. Das kann doch nicht wahr sein. So. Mein Plan war jetzt erstmal... Nein! Mein Plan war jetzt erstmal auf den Private-Server zu gehen, auf 9, weil du meinen geklaut hast, Anton. Und dann in 10 Minuten die Mystery Magic kaufen. Aber ich glaube, ich habe mir selber ins Bein geschossen, weil ich den Server switchen wollte. Oh. Ich jetzt auf technische Probleme. Ey, ich gehe auf den normalen Roblox, Server. Roblox erholt sich ja und in den nächsten 10 Minuten schaffst du das. Nee. Doch, das schaffst du schon, Wir Victor. Haben technische Probleme, Anton. Ich habe eigentlich keinen Bock auf Banken. Ich kann einmal kurz rübergucken in die Banken, aber ich habe da echt lang nicht mehr reingeguckt, weil es mir zu anstrengend ist. Roblox hat mit dem letzten Update endlich die ganzen Debounces entfernt, dass man jetzt wirklich schneller durch die Banken durchgehen kann. Aber erstens, ich habe keine Pets mehr, die ich verschenken kann, weil Events sind vorbei. Oh, ich habe keine OP-Pets mehr. Und zweitens, die Debounces sind zwar weg, aber wenn man zu schnell ist, dann geht es dann trotzdem nicht mehr. So, ich gucke in deine Bank. Oh, es gibt einen Reject All-Button. Okay, ich gucke einmal in deine Bank. Meins, 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 Withdraw, dankeschön. Was hast du gerade gescammt? Ein Doodle Monkey, ein goldenen Party Crown Corgi, ein goldenes Party Pick und ein Neon Twilight Cat. Und natürlich, ganz wichtig, ein Easter Lamb. Geil. Dankeschön. Ich habe aber nichts, was ich reinlegen kann. Ich werde jetzt aber trotzdem auf Reject All drücken, weil den Knopf gibt es neu seit dem letzten Update und ich werde ihn nutzen. Der Merchant, der kommt in einer Minute, Leute. In einer Stunde. In einer Stunde kommt der Merchant. Ich finde, das war ein Bomben-Update. So, jetzt sollte der Merchant doch gleich mal auftauchen. In einer Minute? Wo ist der Merchant? Wo ist der Merchant, Leute? Der muss doch langsam mal kommen und seinen Stand aufbauen, oder nicht? Da ist er! Okay, Merchant ist da. Okay, das Mythical aus dem neuesten Deck ist der Doodle Agony. In Rainbow hat der 4,66 Quadrillion. Das ist gar nicht mal so gut.
In Rainbow? In Rainbow hat er nur 4,66 Quadrillion. Das ist nichts. Das ist richtig wack. Das ist nichts. Das heißt, er hat gerade mal mehr als das erste Secret. Ja, also ich kaufe mir einen davon und dann reicht's, weil... Ich würde schon mehrere kaufen, dann kannst du den Dark Matter machen. Ich kaufe mir zwei... Na gut, ich kaufe mir so viel es geht, aber das ist halt teuer. Warte, drei habe ich? Stimmt. Vier habe ich? Ja, vier konnte ich machen. Okay, ich habe vier und dann packe ich die einfach mal in die Dark Matter Maschine. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Also ich habe mit 6 gerechnet. Wie viel hast du bekommen? Nee, ich habe mit 6 Quadrillion gerechnet. Ach so. So, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 von denen bekommen und in 5 Stunden habe ich ihn dann Dark Matter. Hat einer davon was Cooles? Coins 3, Fantasy Coins, wow. Fantasy Coins und Diamonds, wow. Convert. So, was kann ich noch alles Dark Matter machen? Ich kann auch meine Lucky Dominüsschen Dark Matter machen, die ich in Hardcore habe. Nein, warum denn nicht? Was habe ich noch? Einen weiteren Doodle Monkey, ja klar, den ich ja heute bekommen habe. Dann natürlich noch den Doodle Shark für die Pet Collection und die Doodle Turtle für die Pet Collection und Helikopter Cat in HC, wer braucht das? Komm, die anderen Lucky Dominüsschen mache ich auch, aber ein bisschen schneller. Also so, und das wär's dann. So Leute, wir machen jetzt mal hier eine Teambesprechung. Riley, Stella, Autogramm, Leo, Rocky, Bentley, Isaac, Preston, 35 Billion, Molly, Conny, Bailey, für Conny, ich, Fru Conny, Schwein, Loki, Only Trade, Oliver, Harley und Preston. Ihr seid jetzt hier alle versammelt und baut diese Kiste ab und das macht ihr auch gut, aber baut mal schneller ab, was ist denn los mit euch? Wofür habe ich euch eingestellt? Faule Säcke, Alter. Jetzt muss man hier ein bisschen schneller gehen, ich will da hinten Eggs öffnen. Seid ihr beschugge? So, das war die Teambesprechung, jetzt weitermachen, aber ein bisschen Dalli. Einen Zahn zulegen, das ist Bescheid, Gummi geben. Victor, kannst du mir Gummi geben? Victor gibt mir kein Gummi. Sie schwächeln, genau. Genau, Anton schwächelt bloß. Nein, meine Pets, sie dürfen keine Schwäche zeigen, aber sie machen es. So, nicht mehr lange. 28 Millionen kostet das Egg. Ich muss es sowieso nur einmal öffnen, das reicht. Dann ziehe ich das Secret. Ich habe den Secret Hunter Game Pass. Es ist lange überfällig, dass ich ein Secret ziehe. Jetzt mach mal ein bisschen schneller. Ich dachte, ich kriege jetzt die 28 Millionen zusammen. Jetzt kriege ich gar nichts mehr, oder was? Nö. Was ist denn los mit denen? Nö, gibt's nichts. Ah, Victor, bitte. Keine Geld. Alter, Verwalter. Keine Geld-Zurück-Garantie. So, guck mal, wenn ich hier bin, dann geht's schneller. Ich warte jetzt extra, bis wir die 28 Millionen haben oder nah dran sind. Wobei, es dauert ja nur noch einen Tick. So, wir haben die 28 Millionen. Dankeschön. Wurde auch langsam mal Zeit. So, und jetzt öffnen wir das Eck und kriegen dann hoffentlich endlich das Secret Pad. Bitte Secret, bitte. Ich habe nur eine Chance, Victor. Meinst du, ich ziehe das Secret? Nö. Victor, positiv denken. Meinst du, ich ziehe das Secret? Nö. Wenn ich es nicht ziehe, bist du schuld. Und ich ziehe es nicht. Ein Legendary, immerhin. Okay, das neue Doodle Unicorn Legendary Pad hat 198 Trillion Stärke, normal, was auch gar nicht mal so schlecht ist, weil das ist jetzt fast so stark wie der Doodle Monkey in, ist der normal? Oder ist der Gold? Der ist normal. Ja, der ist normal, wie der Doodle Monkey. Aber das bedeutet, es ist immer noch schlechter als der Doodle Monkey, also bringt nicht mal was, das Ding in Dark Matter zu machen. Was will ich mit solchen Legendary Pads, hä? Schwach. Naja, ich muss dann wohl die nächsten Tage wieder reichlich farmen in Pet Simulator X. Und das war's mit dem Update, viel mehr Update gibt's nicht.